Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute habe ich für euch die Serienbox von Horvatslos. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Serie und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Horvatslos, die Serienbox, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine rechteckige, relativ hohe Box und das Ganze ist in einer sehr interessanten Optik gestaltet. Und zwar haben wir hier einmal, wer die Serie kennt, das Hemd des Hauptdarstellers, und zwar von Anton Horvath. Und auch hier seine Latzhose, sein Blaumann. Und hier oben haben wir dann rechts oben im Eck noch ein Holzschild. Und hier lesen wir Horvaths Los. Und zwischen dem S und dem L haben wir dann hier noch die Figur, zumindest angedeutet, des Anton Horvath. Gut, das Ganze vom Design echt sehr originell gehalten. Wir haben hier echt so eine Hose und so ein Teil seines Hemdes vernäht. Die Hose hat sogar hier oben einen Verschluss, der sich hier sogar öffnen und schließen lässt. Also echt detailverliebt gestaltet das Ganze. Und nicht nur das, die Hose besitzt sogar hier auch noch einen Reißverschluss, der sich hier öffnen lässt. Und jawohl, hier haben wir dann noch eine kleine Besonderheit drinnen, und zwar ein Feuerzeug. Dazu kommen wir gleich noch. Wir schauen uns mal die Box weiter an. Also, so sieht das von unten aus. Hier dieser blaue Stoff weiter vernäht. Dann hier der Übergang zum Hemd. Hemd inklusive dem Verschluss der Hose. Hier ebenfalls. Und oben eben dieses Schild, das wirklich aus Holz ist. Und auf der Unterseite haben wir hier dieses Muster, also glatt hier so geschaltet. Und dann lesen wir hier noch Horvatslos, die Box und einen Barcode. Diese Box gab es im Webshop der Joke Brothers, also der Produzenten dieser Firma, die Horvatslos unter anderem herausgibt, die ja Seiler und Speer gehört. Dann schauen wir mal hinein. So sieht der Deckel von innen aus, glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Miniaturausgabe, so eine Figur, so eine Plastikfigur. Dann haben wir die Staffel Nummer 4, Staffel 3, Staffel 2 und natürlich Staffel 1. Von innen die Box auch wieder in diesem blauen Stoff ausgekleidet, sehr schön gemacht. Und hier die linke Seite auch nochmal, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, ja, leicht gepolstert. Also, dass die DVDs nicht irgendwie hier zu Bruch gehen oder dass die Cover hier beschädigt werden. Sehr schön gemacht. Machen wir das Ganze mal wieder zu. So, und da kommen wir gleich mal zur ersten Staffel. Die Staffel 1, Horvatslos, damit hat alles angefangen. Damals ja im November 2013 die erste Folge online gegangen, auf deren YouTube-Channel. Und hier haben wir die Kultserie von Bernhard Speer und Christopher Seiler stehen. Horvatslos, Alltag war gestern, also jede Staffel hatte hier noch so einen Untertitel. Und nicht nur das, wir haben hier auch noch Original-Unterschriften der beiden Herausgeber, also von Christopher Seiler und natürlich von Bernhard Speer, die hier wirklich jede Staffel dieser Box signiert haben. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Horvatslos, Alltag war gestern. Und auf der Rückseite haben wir dann hier eine kurze Beschreibung der Staffel. Und darunter haben wir dann den Inhalt aufgelistet. Und zwar haben wir insgesamt 8 Folgen plus eine verlorene Folge, also insgesamt 9 Folgen der ersten Staffel. Und das Ganze hat eine Laufzeit von ca. 250 Minuten. So sieht das dann von innen aus. Jawohl, was lesen wir hier? 2013 kreierten zwei junge Herren eine Serie der etwas anderen Art. Vom Fernsehen für zu hart befunden, fanden sie ein neues Dasein im World Wide Web. Und genau an diesem Ort, wo normalerweise Katzen- und Hundevideos das Sagen haben, feierten sie damit ihre größten Erfolge. Aus einer Idee wurde plötzlich ein Kult. Tausende Fans machten aus einer Folge eine ganze Staffel und nun haben wir es geschafft. Die DVD ist fertig, das Unmögliche wurde möglich gemacht. Die Macher sagen Dankeschön an ganz besondere Fans. Gut, dann haben wir hier auch noch Unterschriften, allerdings sind diese, soweit ich das beurteilen kann, hier aufgedruckt. Im Gegensatz zu denen hier, die wirklich original unterschrieben wurden.
haben wir noch einen zugemüllten Aschenbecher voller Zigaretten. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Also wir haben hier einmal DVD Nummer 1 und dann hier DVD Nummer 2. Die Kennzeichen des Anton Horvath. Hier einmal das Dosenbier und natürlich die Zigaretten. Sehr schön gemacht. Dann haben wir die zweite Staffel, relativ ähnlich designt vom Cover her. Nun haben wir hier eben die berüchtigten Zigaretten dabei. Horvathslos Alltag auf Bewährung nennt sich die zweite Staffel. Auch diese natürlich wieder unterschrieben. So sieht das aus. Und wir haben hier dann insgesamt 8 plus eine, also 9 Folgen an der Zahl. 240 Minuten Laufzeit. Dann haben wir hier noch die ganzen Beteiligten nebeneinander abgebildet. Also, wer die Serie kennt, der kann mit diesen Menschen auch was anfangen. Die sollten euch was sagen. Dann haben wir hier auch wieder eine Widmung. Ich werde jetzt nicht jede davon vorlesen, deswegen könnt ihr euch das natürlich gerne anhalten und hier selbst durchlesen. Jawohl, die Waffe und die Screammaske. Damit wurde, wenn ich mich richtig erinnere, die Trafik überfallen. Steht auch wieder Hot Chohi. Dann haben wir hier wieder zerknüllte Bierdosen und eine Gitarre und natürlich die berüchtigten Zigaretten. Dann kommen wir zur Staffel 3. Horvathslos Alltag am Wamserplatz. So sieht das aus. Auch diese natürlich wieder unterschrieben. Und hier haben wir dann insgesamt 9 Folgen und eine Laufzeit von 240 Minuten. Auch diese Staffel natürlich wieder mit einer Widmung versehen. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Dose Erdnüsse. Und hier wieder einen Aschenbecher. Und dann die letzte Staffel, die vierte Staffel. Das vorzeitige Ende, also soweit ich informiert bin, ist das wirklich die finale Staffel. Wer weiß, vielleicht entschließen sie sich in ein paar Jahren nochmal da weiterzumachen, aber aktuell ist wirklich mit dieser Staffel das Ende von Horvathslos bekannt gegeben worden. Die XXL-Staffel lesen wir hier. Horvathslos täglich grüßt der Alltag. Und hier haben wir dann auch nochmals 5, also 10 Folgen gesamt auf eben 2 Kapitel verteilt. Und hier haben wir dann auch noch eine Bonusfolge, also insgesamt 11 Folgen auf dieser Staffel mit dabei. Und wie auch bei den anderen 3 Staffeln gibt es hier dann immer noch Bonusmaterial, in dem Fall Outtakes, hinter den Kulissen, Anton Horvath live. Und dann gab es auch bei den anderen Staffeln immer noch ein Gespräch mit den beiden Machern. Gut, so sieht das Ganze aus. Absolute Kultserie, speziell hier in Österreich. Und wenn man die Box bestellt, dann kriegt man nicht nur diese 4 wunderbaren DVD-Staffeln, sondern auch noch diesen Miniatur-Horvath. Und zwar kommt er hier in so einer kleinen Schachtel, in so einem kleinen Karton. Das ist der Horvath. Lesen wir hier, horvathslos.at. Hier ident. Auf der Rückseite haben wir den Toni Horvath in der Rückenansicht. Auch hier steht wieder, das ist der Horvath. Jawohl, das Ganze geht dann hier oben auf. Und dann haben wir hier so 2 Kunststoffhälften, die den guten Mann hier zusammenhalten. So, dann holen wir mal raus. Und zwar ist das so eine Wackelkopffigur. Also die Figur hier unten ziemlich massiv. Hier lesen wir Choke Brothers Productions OG Made in China. Also ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was das für ein Material ist. Wir haben hier auch keinen Zettel. Aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr hart an. Fast schon wie Ton oder Stein. Und es ist echt hier sehr detailliert gestaltet. Also rein, wenn man sich hier die Latzhose bzw. das Hemd vom Horvath anschaut. Das ist echt, echt wunderbar gestaltet und schön und detailverliebt bemalt worden. Der Kopf entsprechend groß gestaltet und der Ganze ist hier dann auf einer
Metallfeder angebracht, bedeutet, der wackelt dann so. Eignet sich natürlich für zu Hause, je nachdem, am Schreibtisch, am Fensterbrett, wo auch immer man diesen sympathischen Herrn hinstellen will. Ich glaube, ich werde ihn bei mir auf den Schreibtisch stellen, damit ich ihn jeden Tag sehe. Dann packen wir ihn mal wieder in die Schachtel. Und zusätzlich, wenn man diese Box über den Horvaths Los bzw. über den Choke Brothers Online Shop bestellt, dann hat man eben noch das Feuerzeug dabei, das in dieser Latzhose versteckt war. Ein gebrandetes Feuerzeug, Horvaths Los. Hot Show hier, oder? Und horvathslos.at lesen wir hier. Das Ganze in Blau und Silber gestaltet, bzw. Blau und Weiß. Funktioniert einwandfrei. Und zusätzlich dazu gibt es dann auch noch diese zwei Sachen hier. Und zwar einmal ist das hier ein Sticker im Querformat, Aufkleber Horvaths Los. Und dann haben wir hier noch eine mehr oder weniger Danksagung, Autogrammkarte. Dank dafür deine Mäuseäuder. Dann haben wir hier Horvaths Los in typischer Manier abgebildet. Herrn Horvath. Und dann lesen wir hier noch Anton Horvath. Hier erstmals mit W geschrieben, das dann durchgestrichen und dann richtig mit V. Auf der Rückseite haben wir noch Infos zu Seiler und Speer, denn die neue Single kommt im Oktober 2018, bald ist es soweit, und das neue Album dann voraussichtlich im Frühjahr 2019. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Sticker plus diese Autogrammkarte, diese Dankkarte, dann das Feuerzeug, dieser Wackel-Horvath, diese Plastikfigur und natürlich 4 Staffeln Horvaths Los, allesamt handunterschrieben, die insgesamt auf 38 Folgen kommen, was eine ungefähre Laufzeit von 1300 Minuten ergibt. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, die Serienbox von Horvaths Los. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr Horvaths Los unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!